Hallo und herzlich willkommen zu den Nerdstar Clone News hier im Toilettentalk. Wir sind außerdem auch noch live. Hallo nochmal an die Live-Zuschauer. Schön, dass ihr am Start seid. Ich habe ein paar News hier am Start, über die ich mit euch sprechen möchte. Beispielsweise wurde jetzt bekannt gegeben, dass Star Wars Episode 9 in diesem Sommer gedreht wird. J.J. Abrams hat das verraten. Auf der japanischen D23 Expo, kenne ich nicht, keine Ahnung, scheint es aber zu geben, dass er ab Sommer 2018 mit den Dreharbeiten beginnen möchte. Das Drehbuch ist noch nicht ganz fertig und das wird jetzt quasi finalisiert in der Zeit und dann geht es endlich los im Sommer. Ich bin gespannt und warte schon auf die ersten geleakten Bilder, obwohl man sich ja eigentlich, das ist so ein Hassding. So, eigentlich will man es nicht sehen, aber wenn es dann da ist, so, oh mein Gott, vielleicht gucke ich doch kurz rein und versuche zu erraten, was kommen wird. Also, ab Sommer Dreharbeiten Star Wars Episode 9. Dann bleiben wir bei Star Wars. Ein neues Poster wurde rausgebracht zum kommenden Solo-Film, A Star Wars Story. Und diesmal gibt es da eine Kombination aus den bisher veröffentlichten Postern, wo man im Grunde von den einzelnen Charakteren den Namen hat und dann standen die so cool in den Namen drin, in den Buchstaben drin und jetzt gibt es das auch nochmal als Solo mit allen Charakteren. Sehr, sehr, sehr schick. Sehr, sehr gut. Dann die nächste News, Kingdom Come Deliverance startet mit einem, es erscheint ja morgen, ist der Release von dem Ritter-Rollenspiel. Schreibt er bislang sehr gute Kritiken und ist jetzt schon vor Release in den Steam-Charts ziemlich weit oben. Auch wir werden das natürlich spielen und auch testen. Seht ihr dann alles auf nerdstar.de. Da könnt ihr das dann nachlesen. Auf jeden Fall weiß man, dass es einen 25 GB Day One Patch geben wird. Natürlich ist das immer ein großer Aufschrei in der Spielerschaft da draußen und deswegen haben sich die Entwickler dazu auf Reddit geäußert und haben gesagt, dass es im Grunde kleinere Verbesserungen waren im Balancing, Levelsystem, Dialoganimation oder der allgemeinen Performance. Und um diese Bugs zu beseitigen in der Spielwelt und zu verbessern, muss man im Grunde das ganze Archiv aktualisieren und deswegen kommt dieser große Download zustande. Das ist vielleicht für den einen oder anderen mit nicht so der schnellen Internetleitung ein Problem. Hallo Stefan, tschüss Stefan, Stefan macht Feierabend. Sehr, sehr gut. Genau, also 25 GB, stellt euch darauf ein, wenn ihr das Teil morgen starten möchtet. So. Die nächste News ist über Epic Games und zwar zum Spiel Fortnite und zu dem kostenlosen Spielmodus Battle Royale. Bei uns ja momentan ein großes Thema. Dirk ist im Training, im Hardcore-Modus, weil er beim Alliance League Turnier mitmacht. Und da ist dieses Mal Fortnite dran und wir wurden ja zusammengewählt im Duo mit Star Wars Stories und treten da nächste Woche Samstag an. Sehr, sehr, sehr geil. Und der Dirk ist momentan richtig heftig im Training und versuchst du seine Skills anzupassen. Um diese Skills geht es jetzt auch in der News und zwar überlegt Epic Games ein skillbasiertes Matchmaking an den Start zu bringen, was im Grunde die Spielrunden einfacher gestalten soll, dass man weniger leichte Matches hat, sondern immer ausgewogene. Die Spieler sind da eher ein bisschen anderer Ansicht, finden das blöd. Auf diese Kritik hin hat Epic Games gesagt, dass sie natürlich das erste Mal jetzt vernünftig auswerten wollen und dann zusammen mit den Spielern entscheiden wollen und das berücksichtigen wollen, was die so denken, ob das jetzt nun eingeführt wird oder nicht. Dazu dann zu gegebener Zeit mehr. Dann gibt's noch mal kurz zurück zu meinem Lieblingsthema zu Star Wars. Ich hoffe, es langweilt euch nicht. Es geht um Star Wars Battlefront 2. Da gibt's nämlich jetzt den 1.2 Patch. Es gibt noch kein konkretes Datum für den Release. Es soll aber neue Spielmodi kommen. Und zwar der sogenannte Jetpack Cargo. Da geht's darum, dass im Grunde Capture the Flag mit Jetpacks klingt erstmal gar nicht so schlecht. Außerdem soll die KI geupdatet werden und das Balancing wird angepasst. Und kleinere Bugs werden beseitigt. Das waren die Clone News. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin Marci und das hier ist der schönste Ort der Welt. In dem schönsten Format der Welt. Toilettentalk.